Liebe Freunde, haben Sie schon mal überlegt, ob es Sinn macht, so viel zu arbeiten? Sie haben nur ein Leben und warum wollen Sie sich kaputt arbeiten? Und viele, die vielleicht überdurchschnittlich verdienen, haben so hohe Abzüge, dass es sich letztendlich gar nicht mehr lohnt zu arbeiten. Ich zeige Ihnen gleich mal hier eine interessante Übersicht. So, liebe Freunde, ich zeige Ihnen mal hier eine Tabelle, eine Statistik. Sie werden überrascht sein. Schauen Sie mal. Wir gehen hier aus von einem verfügbaren Arbeitseinkommen. Doppelverdienerpaar mit zwei Kindern 5 und 9 und einer Warmmiete von 1.235 Euro. Gut, nicht auf jeden von Ihnen wird genau diese Konstellation zutreffen, aber im Großen und Ganzen gilt sie eigentlich für alle. Wobei für Singles ist es noch viel beschissener. Also gucken wir mal. Das Rote ist das Bruttoeinkommen, was auf Ihrem Gehaltszettel steht. Und das Grüne ist das verfügbare Einkommen. Fangen wir doch einfach mal an hier. Zwei Personen haben zusammen 2.000 Euro brutto im Monat. Steuern zahlen sie wenig. Und durch die ganzen Sozialleistungen, die sie vom Staat bekommen, haben sie am Ende mehr netto als Brutto, also mehr verfügbares Einkommen, als sie vor Bruttoeinkommen hatten. Ist natürlich für diejenigen, die sich in dieser Einkommensgruppe befinden, eine sehr angenehme Situation. Gehen wir auf 2,5, ist Brutto und verfügbares Einkommen das gleiche. Also hier so knapp 2.300 Euro. Gehen wir zu 3.000, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Sie verdienen zwar mehr, aber sie haben im Prinzip fast genauso viel wie das Pärchen, was nur 2,5 verdient. Und ja, macht keinen Unterschied. Jetzt gehen wir zu 3,5. Das sind schon 1.000 Euro mehr als das Pärchen hier links. Hier links bei den 2,5. Macht keinen Unterschied. Ist das Gleiche. Obwohl sie viel, viel mehr Brutto haben. Sie haben doppelt so viel Brutto, aber sie haben das gleiche verfügbare Einkommen. Bei 4,5 sieht es sogar so aus, dass sie 2.500 mehr verdienen. Aber sie haben sogar ein bisschen weniger als das Pärchen hier, was 2,5 brutto hat. Auch nicht sehr schön. Und jetzt kommen wir zu einer sehr netten Sache. Wenn Sie zusammen 5.000 brutto verdienen, haben Sie weniger verfügbares Einkommen als das Pärchen mit 3,5 Bruttoeinkommen. Sie können natürlich sagen, okay, wir müssen ja die blöde Wohnung da nicht mit reinrechnen, dann sieht es anders aus. Nein, nein, die Wohnung müssen wir deswegen mit aufnehmen, weil es ja bei dem Mietpreis auch Miethilfen vom Staat gibt, Wohngeld und so weiter. Also, jemand, der 5.000 brutto hat, also ein Pärchen in der Situation, hat weniger Geld als mit 3,5 und ungefähr das gleiche. Ja, ist kein großer Unterschied, als wenn sie nur die Hälfte verdienen. Also ist völlig Wurst, ob sie sich den Buckel wund arbeiten und 5.000 brutto haben, als das andere Pärchen, was nur 2,5 hat. Und so geht die ganze Chose immer weiter. Und wenn Sie sich hier mal ansehen, bei 6.000, gut, das ist schon ein überdurchschnittliches Einkommen, obwohl es sind zwei Personen, auch nicht wirklich, nein. Da haben Sie ein Bruttoeinkommen von 6.000 und das verfügbare Einkommen ist nur rund 3.000. Und 3.000 verfügbar und dafür rödeln Sie mehr oder haben eine höhere Verantwortung. Und hier sind es 2,2, 2,3, 2,4, also sind vielleicht 500, 600 Euro Differenz. Warum wollen Sie da arbeiten? Dann gehen Sie doch lieber auf Halbzeitjob, Halbtagesjob. Dann arbeiten Sie nicht mehr 40 Stunden die Woche, sondern nur noch 20. Und haben im Prinzip die gleiche Kohle wie jemand, wie ein Pärchen, was nur ein Drittel brutto hat. Also, liebe Freunde, wie sagt hier auch der Artikel, wer mehr verdient, hat am Ende wenig Geld. Ja, warum? Warum wollen Sie für die anderen aufkommen? Und dann haben wir ja noch unsere ganzen Fachkräfte aus Nordafrika und arabischen Raum. Wollen Sie die alle finanzieren? Wofür denn? Reduzieren Sie von 40 Stunden auf 20, dann sind Sie hier. So viel Unterschied ist das nicht. Und dann machen Sie vielleicht noch ein paar Mäuse irgendwo nebenbei, je nachdem. Und dann haben Sie ein entspanntes Leben. Also, denken Sie drüber nach. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Leben und machen Sie sich nicht tot.
Sie haben nur ein Leben.